Hallihallo Leute, willkommen zum nächsten Part von Nier Automata, ja genau. Im letzten Part haben wir ja versucht, diese blaue Maschine zu überholen und schneller zu sein als sie. Allerdings haben wir das nicht geschafft, weil wir hier über das Loch müssen. Jetzt hier irgendwie. Und ja, jetzt wollte ich, glaube, ja, ich habe es dann an der Stelle nicht geschafft im letzten Part. Daher wollte ich jetzt erstmal weitermachen, wenn wir hier gleich in der Ecke schon sind. Würde ich mal sagen, wir schauen mal kurz hier hinten vorbei für die Emil-Aufgabe. Da können wir die zumindest hier wieder aktivieren. Und dann, was mir jetzt auch in der Zwischenzeit noch eingefallen ist, ich könnte bei den Plug-in-Chips, wenn wir die hier anpassen, alle Chips, dazu abgesehen vom Bewegungstempo, was wir gegen die schnelle Maschine brauchen, könnte ich auch, wo habe ich's, wo habe ich's, wo habe ich's, hier Ausweichdistanz drauf tun. Einfach nur, um zu sehen, ob ich da an der Stelle so schneller bin. So, ja, die Maschinen lassen mich ja nicht in Ruhe. Oh, fuck, fuck, fuck. Stell dich mal kurz hin, dann ist. Wo haben wir es? Wo habe ich es? Fähigkeiten, ne? Plug. Da soll ich vielleicht auch das andere wieder ausrüsten. Stärkungsgegenstände. Dut, dut. Verwenden wir mal die kleinen Sachen. Eieiei. Danke, Tobi, dass du ihn so weghaust. Du kannst ihn noch direkt gleich umbringen. Gut, dann Emil, komm vorbei. Wir möchten deine That's a Aufgabe strange erledigen. flower. Analysis. It is a plant known as a lunar tear. A lunar tear. Huh? When did you get here? So this flower is called a lunar tear. Seeing that dredges up all kinds of memories. Some of them are a bit strange, honestly. Like the one where I'm being attacked by a giant boar over and over again? Or another where I keep trying out new parts every time my body is damaged. Sounds rough. Something about this flower fills me with an emotion I don't really understand. It's like something's pushing down on my chest really hard. So, do you mind if I ask you a favor? If you find lunar tears growing anywhere else, would you let me know? I want to try and figure out what this feeling is all about. What do you say? Ja, wir wollen das hier machen. Allerdings sollst du die Aufgabe nicht einfach wieder platzen lassen. Thanks. If you find another lunar tear, just let me know on this frequency, all right? I'm counting on you. Und weg ist er. Njong. So. So, auf jeden Fall sollte die Aufgabe jetzt halt wieder aktiv sein. Ja, genau, das sind die Teile, wo wir die Erinnerung von Emil finden können. Und das muss man zum Glück nimmer machen, okay. Und dann Wüste. So, jetzt ist nur die Frage. Man muss sich ja wieder hier zurückgehen. Da würde ich sagen, wir machen jetzt immer die Aufgabe weiter, wo wir die als letztes aufgehört haben. Also heißt es für uns ab auf den Weg in die Wüste. Dann in den Vergnügungspark. Und dann in die versunkene Stadt. Also wir werden dann auch zwischenzeitlich auch die Hauptaufgabe ein bisschen weitermachen. Damit, weil, also der einfachste Weg, ohne sich teleportieren zu müssen, ist halt einfach durch die Röhre, an der die Haupt. Der Marke der Hauptaufgabe aktuell liegt. Von daher sollte das jetzt hier an der Stelle keine weiteren Probleme bereiten.
Ich schaue nur noch kurz was nach, weil mir etwas... Ah, da kommen wir nicht hin, okay. Nein, er lässt mich bitte in Ruhe. Sich die Sache hier erledigt. So. Was ich nachschauen wollte, bevor ich es wieder vergesse, war, was jetzt mit unserem Temposternfreund ist, weil der wird mir auf der Karte nicht angezeigt. Ich stand jetzt dort. Nope, da bin ich eher am Startpunkt. Wobei, wenn ich hier hinten bin, kann ich auch gleich in den Vergnügungspark gehen. Noch. Wo bist denn du? Ah, weg ist er. So. Habe ich die Sachen aufgesammelt. Hier wäre ich glaube das Ziel gewesen. Stand jetzt sind die nicht da. Okay, da muss ich wohl beim Widerstandslager vorbeischauen. Aber das würde ich sagen, mach mal auf den Rückweg. Erstmal schauen wir hier vorbei, ob wir Emils Erinnerung ein bisschen auffrischen können. Wo ist der Marker? Nicht, dass er wieder verschwunden ist. Ja. Gut, dann ab nach unten mit dir. Ab nach unten mit dir. Tada. So. Und dann wieder ein bisschen durch die Kanalisation wandern. Angeln möchte ich jetzt halt nicht. Danke für die Erinnerung. So. Und dann klettern wir hier mal hoch. Ups. Und damit sind wir wieder im Vergnügungspark. Sollte man zumindest gleich sein. Bum, bum, bum. So. Die passt zwar nicht genau zum Vergnügungspark, aber irgendwie mag ich die Musik so wo. Ah, wahrscheinlich das, was hier so leuchtet, oder? This is a lunar tier, right? We'd better let Emil know. Ich kann die Kamera nicht bewegen, okay. Hey there, guys. What's up? We found a lunar tier. It's located at... Stay right there! I'm coming! Okay. I hope he doesn't expect me to just stand here all day. Sorry to keep you! Er ist auf jeden Fall schnell unterwegs. Oh, hey. Now that I think about it, this whole area was once... Are you remembering something? It's all pretty fuzzy, but I seem to have a memory of caring for this flower a long time ago. But the sand kept expanding, and the flowers gradually wilted. Now that I think about it, that was around the same time I stopped seeing people. You mean humans? Thanks a bunch for finding this. Really. Oh, and let me know if you find any more, okay? I'm gonna stay here for a bit. Erstaunlich. Also ich glaube, die Aufgabe ist ein bisschen buggy. Also es fühlt sich zumindest so an. Ich meine, er hat jetzt gerade den gleichen Text gesagt wie gerade eben auch. Immer noch nichts machen. Schade eigentlich. Ich würde jetzt ja gar nicht zu erschienen. Das war vielleicht unklug, da einfach drauf zu hauen. Erledigen wir die Maschinen hier kurz, damit wir an der Stelle erstmal ein bisschen Geld bekommen und auch Erfahrungspunkte. Also ich glaube, wir haben zwar genügend, aber ein
paar Erfahrungspunkte zusätzlich, die schaden jetzt nicht an der Stelle. Autsch. Boom. So. Dann können wir weitergehen oder zurückgehen. Jetzt, wo ich darüber so ein bisschen nachdenke, ich gehe relativ selten diesen Weg hier zurück. Jetzt, wo es mir gerade so auffällt. Ich glaube, im kompletten Let's Play ist es das zweite oder dritte Mal. Meistens, wenn ich im Vergnügungspark bin, gehe ich über die Ecke von... über die Ecke raus, wo es nach... zum Emilsdorf geht, so rum. Von da bekomme ich den Rückweg hier an der Stelle eher selten damit. Jetzt, wo es mir ein bisschen auffällt. So. Gut, dann sind wir wieder da. Und dann schauen wir mal. Jetzt halt ab in die Wüste. Gehen wir mal hier lang. Dann müsste ich. Okay, Loch. Ah, okay. Ah. Hier sind wir, okay. Ich dachte, dieser Ort wäre hier ein bisschen weiter nach rechts versetzt, aber naja. Das heißt, für uns wieder hier durchlatschen. So in etwa wie Noctis mit seinen Nachbildern, die hier ständig erscheinen. Ich hoffe, die Maschinen. Oh ne, der versucht uns abzuschießen. Da kann er lange warten. Hui. Man könnte meinen, das wären Seifenblasen. Wären das jetzt nicht elektromagnetische Bälle, die uns zerstören könnten, wenn die berühren, aber naja. Wieso? Ja gut, wenn der Krieg vorbei ist und einige Maschinen noch übrig sind, sollten wir vielleicht einige umbauen, dass sie anstatt Elektrokugeln einfach so Seifenblasen verschießen. Das wäre doch eine Idee. Aber damit hätten wir ein paar Probleme gleichzeitig gelöst. So, und dann müsst ihr hier dorthin. War das dort in dieser Geheimpassage, wo ich da mal kurz war? Kann das sein? So. Also ich hoffe mal, ich kann es von hier aus erreichen. Also da oben irgendwo, oder dahinter, hinter dieser Felswand, da wo die Maschinen davor stehen. Jetzt, wo die uns wieder angreifen wollen, probiere ich mal kurz das Phönix-Kurschwert aus. Wenn ich schon dabei bin. Nope, hier lässt er uns nicht drauf. Wie komme ich dann da am besten hin? Muss ich irgendwie... Oh Gott, wie war das? Ich glaube, ich bin da von unten wieder hochgekommen und dann war ich oben. Also ich muss erstmal in den Untergrund kommen. Also sprich die Gegend, die unter mir liegt. Ich glaube, hier war ein Eingang in einer Höhle, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Seine Höhle ist hier und ein Eingang ist hier auch. So. Und flop. So. Jetzt ist die Frage, wenn ich das richtig schätze, müssen wir hier irgendwo lang. Also ich hoffe, ich bin hier richtig. Ansonsten habe ich mich jetzt arg verlaufen. Da liegt hier was. Schauen wir mal, wo komme ich hier raus? Hier geht es zumindest nach oben. Dann sind wir hier mitten drinnen. Dann geht es hier. Also aktuell fühlt sich das in Ordnung an, weil ich hier nach oben gehe. Jetzt ist nur die Frage, hier komme ich nur nach unten wieder, dann bin ich hier am falschen Ausgang. Oh Gott.
Okay, die zwei Kisten habe ich schon. Das heißt, ich bin hier irgendwann mal auf rumgelaufen. Wie komme ich jetzt am besten wieder zurück? Chup, chup, chup. Vielleicht hier noch weiter? Nee. Hier haben wir wieder einige. Autsch! So. Eigentlich wollte ich euch leben lassen, aber wenn ihr es unbedingt so möchtet, bringe ich euch natürlich gerne um. So, Maschinenrumpf. Defekter Schaltkreis. Geht's hier raus? Nope, hier bin ich am komplett falschen Ende. Hä? Wie kann ich hier irgendwo drüber? Ah, fuck. Ja, gut, da ist jetzt die Frage. Wie komme ich dorthin wieder? Weil der Eingang und der Ausgang an der Stelle, der bringt mich jetzt hier natürlich nicht weiter. Obwohl ich dachte, man könnte hier irgendwie drauf kommen und dann hier rüber springen, aber die Steine hier, die wollen mich nicht drauf lassen. Sie schubsen mich immer wieder zurück. Und von da. Naja, das muss ich dann im nächsten Part schauen, dass ich das irgendwie hinbekomme. Weil wir sind hier wie üblich an unserer Viertelstunde-Grenze auch schon drüber. Aber naja, falls euch der Part gefallen hat, wie ich hier ein bisschen rumgeirrt habe, falls ihr mir sagen könnt, was ihr zur Emi-Quest sagen könnt, warum die so ein bisschen sich verhält, wie sie sich verhält, dann lasst es mich gerne wissen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag da noch, ne? Auf Wiedersehen. Ciao.